Herzlich willkommen zum VfR TV. Ich begrüße euch mit einem Neuzugang. Wenn du dich kurz selber vorstellen möchtest. Also ich bin der Dusan Jeftić, ich bin 25 Jahre alt, bin in München aufgewachsen, bin gebürtiger Serbe und ja, seit ungefähr einer Woche beim VfR Garching. Du hast ja schon einige Stationen hinter dir. Erzähl uns mal ein bisschen zu deiner fußballerischen Laufbahn. Unter anderem war ja Duisburg dabei. Richtig. Ich bin die komplette Jugend bei 1860 München durchgegangen, bis zur zweiten Mannschaft. Hab da noch bis zur, also die komplette Hinrunde gespielt. Bin dann von 1860 München zum MSV Duisburg gewechselt. 2012 war das. Ein bisschen Profitum gleich mal genießen dürfen. Genau, habe ich zum Zweitligakader gehört. Hab da dort auch zwei Saisons verbracht. Nach der Zeit in Duisburg bin ich dann nach Sarajevo gewechselt, nach Bosnien. Das ist die Hauptstadt von Bosnien. Da hat sich aber nicht lange gehalten, weil ich habe gelesen, Deutschland ist für dich das schönste Land. Da bist du wiedergekommen, oder? Richtig. Ja, es war eine schöne Zeit in Sarajevo, aber aus privaten Gründen musste ich die ganze Geschichte leider beenden. Uns zum Glück. Wie man es nimmt, ja. Genau. Nach Sarajevo... wie gesagt, aus diesen privaten Gründen habe ich dann mit Fußball eine Zeit lang aufgehört. Ich war eigentlich weg vom Fenster. Dann hat mich mein damaliger Nationaltrainer angerufen und hat gemeint, dass es schade wäre, wenn ich aufhören würde. Und mich dazu bewegt, dass ich wieder was anfange. Bin dann über einen Berater zu einem Fitnesscoach nach Schweden gegangen, um mich fit zu machen. Mhm. Der mir dann angeboten hat, dort in der zweiten Liga mich fit zu machen und nebenbei halt zu spielen. Der Vertrag ging auch nur 2 Monate lang. Habe ich dann auch gemacht und ja, hat mir nicht gefallen in Schweden. Ich wurde fit, aber ja, nach der Zeit bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und dann war es natürlich schwer, nach dieser Zeit einen gescheiten Verein zu finden. Was ich mir vorgestellt habe und was möglich war zu dem Zeitpunkt, war halt nicht machbar. Und ja, dann bin ich irgendwann zum TSV Buchbach gewechselt, habe dort ein halbes Jahr verbracht. Und jetzt bin ich hier beim VfR. Du hast die erste Woche Training schon angesprochen. Wie war es für dich? Wie hast du das Training empfunden und wie haben dich die Spieler aufgenommen? Dadurch, dass ich mich hier fit gehalten habe, jetzt im Winter, sprich Oktober und November, kannte ich ja die Jungs schon. Ich kenne den Flo Flügler noch von früher. Es war eigentlich ziemlich einfach. Die Jungs sind, es ist eine super Truppe und es fiel mir echt einfach, da klarzukommen und ja. Zum Training an sich ist es anstrengend, es ist echt wirklich anstrengend, aber mich freut es persönlich, weil ich lange nicht so eine Vorbereitung hatte und ja, ich will auch selber wieder dahin kommen, wo ich mal war. Wenn wir uns jetzt die Rückrunde mal anschauen, wenn wir uns quasi zum Ende der Rückrunde unterhalten würden, was würdest du mir sagen, wie war die Rückrunde für dich dann? Ich hoffe, dass ich sagen kann, dass ich so viele Tore wie möglich geschossen habe, dass meine Mannschaft so viele Punkte wie möglich geholt hat. Und dass wir eine entspannte Rückrunde gespielt haben, was jetzt auch die nächsten Wochen auf uns zukommt. Also ziemlich am Anfang könnte sich eigentlich entscheiden, wenn wir da punkten. Ich gehe davon aus, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden. Und ja, wie gesagt, ich gehe vom Besten aus. Wunderbar, dann entlasse ich dich schon. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Vom einen zum anderen neuen Zugang, wenn du zu mir kurz kommst. Danke. Ja, auch wenn du so nett wärst, dich einmal kurz vorstellst. Ich bin der Marek Rose, bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen und ja, bin jetzt seit einer Woche hier in Garching und ja, so sieht's aus. Du hast ja auch einiges schon beim Fußball hinter dir, Dynamo Dresden zum Beispiel, die Jugendgenossen unter anderem. Wie war es für dich so? Erzählst du mal ganz kurz. Ich habe auch 7 Jahre ab der C-Jugend in Dresden gespielt, bis zur A-Jugend. Dann bin ich im zweiten A-Jugendjahr nach Hannover gegangen. War dort in der zweiten Mannschaft drin, habe bei den Profis mittrainiert. War eine sehr spannende Zeit in Hannover. Bin dann aber nach einem Jahr wieder zurück nach Dresden gegangen, in die zweite Mannschaft. Und ja, dann nach einem halben, dreiviertel Jahr dann auch da bei den Profis mittrainiert in der zweiten Liga. Und im Sommer dann nach dem Abstieg in die dritte Liga als Nummer 3 aufgerückt. Und ja, dann da noch nach dem halben Jahr, weil es dann doch nicht so gut lief, für mich persönlich nach Bautzen gegangen und dann die letzten 3 Jahre in Bautzen gespielt. Genau. Jetzt ist er Bautzen nicht gerade um die Ecke. Genau. Wie kommt man von Bautzen zum VfR Garching? Wie kam das zustande? Also wie kam es?
Ja, das ist eine spannende, kurze Geschichte, so wie es im Fußball ist. Das kam über einen Freund vom Daniel, vom Trainer. Der hat mich angesprochen, dass Garching Torwart sucht, auch ab Winter. Auch einen, der spielen soll. Und ja, dann war ich hier 2 Tage zum Probetraining, hat er mich eingeladen. Scheine ich ihn zu überzeugt zu haben. Und dann ging das relativ fix. Und ja, ich habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, weil die Perspektive zu spielen besser war als in Bautzen für mich persönlich. Da du die Spielpraxis ja, sag ich mal, ansprichst, Ende der Saison, wenn wir uns unterhalten würden, was würdest du mir da sagen können? Ich wäre sehr zufrieden, wenn wir die Rückrunde so gestalten, wie die Hinrunde schon gestaltet wurde. Ausreichend Punkte sammeln, dass wir auch bis zum Ende mit dem Abstieg nichts zu tun haben. So wie es zurzeit auch schaut es ja relativ gut aus. Und ja, für mich persönlich natürlich wäre es super, wenn ich da viele Spiele mache, oft auch zu 0 Spiele und der Mannschaft dazu helfe, dass wir einfach erfolgreich sind. Wunderbar, dann sage ich vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch, wir hören uns wieder. Dankeschön.